Was geht ab, Freunde der kubuistischen Videospielunterhaltung? Ja, ich bin heute auf dem Nitrado Event Server und ich wollte mal gucken, was hier so abgeht. Ich hatte mir auch letztes Mal das Event reingezogen hier, das Weihnachtsevent. Ich glaube, das war ein Päckchen, die man gesucht hat. Hier ist es auf jeden Fall. Oh. Ja, das wollte ich nicht zeigen. Hier ist auf jeden Fall die Eiersuche, also das Oster-Event. Und ich wollte mal gucken, was hier so passiert und was man hier so alles machen kann. Hier ist erstmal der Tutorial-Bereich, wenn man vom Spawn, dass man hier viele, dass hier Hauptaufgaben gibt, und so weiter. Mit der 170 mögliche, Dinge. Und dann muss man natürlich seinen Server auch verlinken mit Nitrado und so. Das mache ich aber später. Jo. Und auf jeden Fall hat man hier so ein Buch da. Kann man gucken, hat man Erfolge drinne. Müssen wir mal gucken, also bestimmte Orte finden oder sowas dergleichen. Okay, oder man kann auch Reittiere bekommen, damit man sich hier schneller fortbewegen kann. Und ja, auf jeden Fall ist noch die Eiersuche hier mit 1500 Eiern. Dafür haben wir hier diesen Eierfinder, der zeigt in die Richtung, wo Eier. Ja, wo, in welche Richtung das nächste Ei auf jeden Fall ist. Und, ja, wenn man zu nah dran ist, dann ist der Kompass eigentlich nutzlos. Boah, das hier nochmal. Ja, Reittier freischalten. Ja, mal gucken, was hier so passiert. Es gibt hier auch PvPs und. Okay, das war der erste Erfolg, weil ich durch das Tutorial gelaufen bin. Und hier nochmal die Befehle, wie man hier irgendwo reinkommt oder wie man sich wieder zurück zum Spawn porten kann. Und das ist einer der Eier scheinbar. Ein Erfolg für ein Ei. Ich werde hier durch die Welt laufen und vielleicht finde ich ja drei Eier oder so von 1500. Keine Ahnung, ich habe es auch nur beim Weihnachtsevent habe ich nur ein bisschen gezockt. Immer nur zwischendurch, wenn keiner da war. Also irgendwie hat es mich. Ja, habe ich irgendwie manchmal keinen Bock mehr, wenn ich alleine bin zu zocken und dann bin ich immer hier reingegangen und bin hier ein bisschen durch die Welt gelaufen. Mal gucken, was das für ein Gebäude ist. Ah, okay. Gut, also scheinbar gibt's diesen Sponsor. Und was ist da? Rolltreppe aufwärts. Ah, cool. Funktioniert sogar. Ein Wasserfall als Rolltreppe zum Aufwärtslaufen. Okay, das ist, auch wenn man sich nicht bewegt, läuft man nach oben. Sehr coole Idee. Und mal gucken, was ich hier so finde. Bin vielleicht noch ein bisschen platt, weil. Oh, das Glas, okay. Bin vielleicht noch ein bisschen platt. Ich war das ganze Wochenende arbeiten. Und ja, vielleicht ist meine Stimme noch ein bisschen rauer als man es von den Videos gewohnt ist. Treppe aufwärts. Könnte auch mal ein bisschen schneller. Ah. Vielleicht. Ist aber eine sehr coole Idee. Ich lauf lieber hoch. Warum sollte man auf Rolltreppen nur stehen bleiben? Da kann man auch gleich laufen. Von der Geschwindigkeit her. Und. Irgendwo in diese Richtung gäbe es ein Ei. Vielleicht über uns, vielleicht unter uns. Das ist auch mal eine coole Optik mit dem ganzen Glas zwischendurch. Das Gebäude ist auf jeden Fall sehr hoch. Aber ich werde nach unten weiter gucken, ein bisschen das Gelände erkunden. Und mal gucken, was hier so alles, wo hier alles so versteckt ist. Muss man sich die Erfolge angucken oder Wildwest vor. Also es ist wahrscheinlich Dinger entdecken, bestimmte Gegenden. Ah, mal schauen. Also auf jeden Fall gehe ich mal ein bisschen auf Eiersuche. Ist zwar noch ein bisschen früh. Aber das Event läuft ja hoffentlich noch ein bisschen. Also vor und nach Ostern.
Und dann mal gucken, was hier so. Ist auf jeden Fall schon an sich, wenn man alle Häuser durchsuchen müsste. Das wäre auf jeden Fall echt heftig, weil. Ja, wir sind ja bloß bis zum dritten Stock, glaube ich, gerade gelaufen. Und das ist ja nur ein Gebäude. Aber haben sich die Leute auf jeden Fall Mühe gegeben von Nitrado. Hier war ich am Anfang, ja genau. Das. Irgendwo das. Das ist Spawn-Gebäude. Und mal gucken, was wir hier so an Eiern finden können. Ist auf jeden Fall gut lustig. Hier sind auf jeden Fall auch viele Leute drinnen. Obwohl es gerade Montagmorgen ist, also okay. Ich kann mich ja nicht beschweren, ich habe ja frei. Ich denke mal, die anderen Leute haben auch am Wochenende gearbeitet. Und sind deswegen so früh am Morgen auf dem Montag. Ich glaube, es sind sogar Ferien. Okay, dann kann es auch. Wäre es auch eine Erklärung, warum hier Leute sind. Warum so viele Leute hier drinnen sind. Ihr seht ja im Chat, hier geht's ab. Spaziergang. Okay. Gut, gut. Kries fürs Rumlaufen wahrscheinlich, oder? Was wird das eigentlich sein? Straßenbahn, Leitung? Wahrscheinlich. Aber man kann leider nicht damit fahren. Ist ja auch egal. Dafür gibt es ja die Reittiere. Okay. Ist wahrscheinlich nur zur Deko, eine Antenne oder so. Also ich habe noch kein Ei gesehen, aber die Welt ist auch. Ich habe woanders mal nachgeguckt, aber bei Nitrado in den Erklärungen, dass die Welt auf jeden Fall ziemlich groß ist. Beim Weihnachtsevent, da war eine Map, da waren auch Schiffe und alles, und das war scheinbar die gleiche Map wie davor, der Weihnachtsevent. Hier ist es auf jeden Fall komplett neu und riesengroß, wie ihr seht. Das ist schon echt Hammer. Da müssen echt viele Leute dran gearbeitet haben. Aber irgendwie, vielleicht bewahrheitet sich das doch, dass ich hier nur drei Eier finde, wenn überhaupt. Ein Ei, das erste Ei ist sowieso immer in der Nähe vom Spawn, oder Pakete sind, glaube ich, zu Weihnachten. Und ich sollte vielleicht auch mal auf den Kompass achten. Okay, der müsste dann hier in der Nähe sein. Ihr seht ja, die Kompassnadel springt hier hin und her. Vielleicht mal in diesem Haus gucken. So, warte, springt der hier nicht? Auf jeden Fall. Ein bisschen was. Okay, Erdnadeln funktionieren auch nicht. Aber okay, hier kann man auch nichts abbauen, deswegen. Warum sollte man was an Erdnadeln packen? Hier ist auf jeden Fall nichts. Hoffe ich zumindest, dass ich nichts übersehen habe. Wäre ganz schön peinlich beim Aufnehmen. Ah, hier ist auch nichts. Dann weiter, weiter, weiter. Kann man die öffnen? Nee. Gut, man kann hier nichts öffnen. Und man kann auch nichts essen. Wo ist die Tür? Da ist die Tür. Mal schauen. Irgendwo muss ja hier. Manchmal verstecken sich auch Dinge im Wasser. Müsste man immer genau nachgucken. Aber anscheinend ist hier. Ach, ist ja noch ein Stockwerk. Sieht irgendwie gleich aus wie das untere. Ja, 100, eine 1500 Eier und ich. Finden wir das am Spawn. Ich glaube, hier kann man auch tagelang auf diesem Server sein und wahrscheinlich nicht alles finden. Irgendwo auch teilweise im Meer, irgendwo unter Wasser. Also irgendwie habe ich das Gefühl, es sieht alles irgendwie gerade gleich aus. Voll das Déjà-vu.
über mehrere Stockwerke. Aber ist klar, dass man bestimmte Bauteile wahrscheinlich hat, um überhaupt so viele Stockwerke zu machen. Déjà-vu. Sie haben es an der Matrix geändert. Eindeutig. Sieht alles gleich aus. Um uns zu verwirren. Dass wir unaufmerksam werden. Irgendwann sollte ich doch mal ein zweites Ei finden. Ich hatte vorgehabt, hier 15 Minuten aufzunehmen. Und ich renne in dem gleichen Haus immer hin und her. Also, zwar nach oben, aber irgendwie ist es immer gleich. Also, wenn man wirklich die ganzen Bürogebäude durchsuchen würde, das dauert ein bisschen. War das Haus wirklich so groß? Ich dachte, das wäre nur ins Kleine. Ich finde nichts. Oder ich habe es übersehen und am Ende ist es auf dem Dach oder so. Also wenn er einen Fernseher darstellen soll, dann hätte ich auch gern so einen großen. Und es geht rauf und rauf und rauf. Jetzt muss ich alles wieder runterlaufen. Stimmt, habe ich schon. Es ist schon so monoton, dass ich immer in dem gleichen rumlaufe, dass ich wahrscheinlich schon irgendwelche Zimmer vergessen hatte. Aber hier muss ja was sein. 1500 Eier, da muss doch. Sollte doch in fast jedem Gebäude eins sein. Oder auch nicht. Also langsam kriege ich hier echt ein. Okay, das war das letzte Stockwerk. Und ich habe nichts gefunden. Gut, dann wieder nach unten und vielleicht ist es auch. Vielleicht sind ja die Dinge auch. Ups, hat's geleckt. Vielleicht sind ja die Dinge auch auf der Straße. Da dreht sich auf jeden Fall alles nach der Zeit. Wenn man wirklich diese großen Gebäude hätte und so enge Treppen, dann kriegt man wahrscheinlich einen Drehwurm nach der Zeit. Ups. Also ich will wenigstens ein zweites finden, also. Prinzessin. So, also, wo ist hier der Eingang? Vielleicht noch irgendwas, vielleicht noch ein Erfolg oder ein Ei. Ein Ei wäre doch nicht schlecht. Man braucht immer zwei Eier. Sollte man haben. Nix, nix, nix. Nichts gefunden. Ach, da, das zweite Ei. Und ein guter Film, das ist also Kino. Guck ich mich mal hier um. Das sind wahrscheinlich die Schalterkassen. Jo. Ist auf jeden Fall ein bisschen Werbung. Okay, drei Nuggets für Popcorn. Ist ja ein schön teuer. Okay. Nee, ich kaufe mir nichts, ich habe auch gar kein Geld hier. Gucken, wie die Kinos aussehen. Kinosaal 4. Okay, das soll scheinbar Romantik sein hier. Ich das jetzt richtig sehe. Na gut, dann sind wir ein bisschen rumgekommen, haben zwei Eier gefunden und ein paar Folge gemacht. Dann würde ich mal sagen, war's das für die erste Runde hier. Mal gucken, ob ich das weiterführe. Ich wollte einfach nur mal zeigen oder selber nochmal gucken und da ein bisschen aufnehmen.
was hier so alles, auch cool, was hier so alles auf dem Nitrado-Event ist, auf dem Oster-Event. Hab zumindest mein Ziel erreicht. Jo, und dann sag ich mal, gucken wir mal, was wir, ob ich hier nochmal raufkomme, also nochmal raufkomme und Let's Play und das Solo weiterführe. Auf jeden Fall war's das für diese Folge. Ich muss mein Spider-Man-Skin wieder rausholen. Skin wieder rausholen. Spider-Man-Skin. So, dann sag ich mal, war's das für diese Folge. Daumen rauf, falls es euch gefallen hat. Ihr könnt ihr auch mal zu Nitrado, falls ihr da einen Account habt. Wisst ihr wahrscheinlich schon von dem Event. Und dann sage ich, haut rein.